Gut, willkommen zur nächsten Folge. Ihr wisst vielleicht noch, wir standen letztes Mal, nachdem wir die Diebestour beendet haben, eigentlich vor Laris und wollten eigentlich mit Laris, ja, dann Richtung Taverne laufen, uns das mal zeigen lassen, den Weg durch die Wildnis. Aber ich bin hier noch ein kleines Stück weiter gerannt, nochmal hier zu diesem Strandabschnitt zurück, denn wir haben ja den Varan da noch und da wollen wir ja mal gucken, ob wir den vielleicht nicht jetzt sogar mal besiegen können, denn wir wollen ja die EP auch nicht liegen lassen, ne? Also ein paar EP werde ich vielleicht schon im Spiel liegen lassen, ne? Dass wir jetzt nicht irgendwie jeden Bürger, jede Bürgerin irgendwie umhauen. Ja gut, die geben gerne mal 300 Punkte oder so, ne? Also eigentlich ist es ganz gut, die umzuhauen. Muss ich mal gucken, wie ich das später handhabe, aber okay. Ja, und nicht zu vergessen, auf der anderen Seite hier von dem Varan, links hinter der Felsklippe, da ist ja eigentlich, da war ja dieses eine Banditenversteck, das wir mal gesehen haben. Na? Oh Gott. Wobei. Wir laden nochmal. Weil ich möchte nämlich jetzt mal eine andere Bolzenart testen. Schadensbonus. Okay, dann versuchen wir mal den Spitzenbolzen. Auf jeden Fall einiges aus. Sehr schön. Na komm. Ah. Zähes Mist. Nichts zu holen. Gut, wir dürfen aber nicht vergessen, Armbrust noch mal neu machen hier. Sonst wird es übel. Wow! Piratensäbel. Okay. Hier wurde man sogar belohnt mit einer Waffe. Das ist ja cool. Das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Oh, das finde ich cool vom Spiel. Ja gut, Muscheln öffnen können wir natürlich auch nochmal gleich. Na, die Fischer, die hier ihre Sachen abgelagert haben, na, die freuen sich auch über so einen Varan, ne? Man weiß auch gar nicht, wie dieser Varan hier irgendwie hingekommen ist. Ist der hier hingeschwommen oder was? Schlafen wir noch mal eine Nacht. So, bevor die Fische hier wirklich schlecht werden, nehme ich sie mal mit. Ah! Gletscherquarz. Und eine Perle. Na, voller Erfolg. Ja, dann mal auf zu Laris, ne? Ja, ich muss auch sagen, die Musik finde ich hier super und passend und ambientisch. Ich habe die auch schon, also von allen Teilen wirklich. Also Gothic 1, Gothic 2, Gothic 3. Ich weiß gar nicht, ob es von der Götterdämmerung oder von dem Add-on noch Musik gibt selber. Habe ich ehrlich gesagt noch nie nachgeschaut. Aber wenn, dann haben sie wahrscheinlich irgendwas recycelt vom dritten Teil, weil das ist ja nur ein Add-on vom dritten Teil. Naja, und Kenya Gothic 4.
auch wenn das natürlich ein etwas verrufener und nicht richtiger Gothic-Teil ist. Die Musik ist auf jeden Fall echt schön. Da habe ich sogar noch eine Original-CD. Ich werde mir da nicht so sicher. Von dem Add-on, davon Fall of Zetareth gibt es, glaube ich, auch nicht extra irgendwas. Habe ich auch noch nie geguckt. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Ich habe mir das schon gedacht. Lars? Das ist schrecklich. Das darfst du keinem erzählen. Ach, da ist er. Ach, erzähl mir nicht sowas. Ja, und mehr gibt es ja bisher noch nicht. Also, ich kann mir vorstellen, dass sie bei dem Gothic 1 Remake... für euch ist das wahrscheinlich jetzt schon längst rausgekommen. Aber ich bin hier quasi immer noch am Warten. Für das Gothic 1 Remake... Erzähl mir nicht sowas. Denke ich mal, könnte es sein, dass sie nochmal die Musik nochmal neu machen. Das fände ich auch ziemlich cool. Ich habe was anderes gehört. Ansonsten... Ich habe was anderes gehört. Was du nicht sagst? Klar, bei Risen gibt es natürlich auch noch Musik, ne? Die ist eigentlich auch ziemlich cool. Eigentlich vor allem auch vom ersten Risen-Teil. Und bei Elex kenne ich mich nicht aus. Okay, lass uns gehen. Das habe ich schon. Wohin? Ich glaube, da... Oh, wir können sogar zwei Sachen mit ihm machen. Ach du Scheiße, wir gehen auch gar nicht... Ich wundere mich über gar nichts. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Wir gehen auch gar nicht... Das darfst du zur Taverne. Gar nicht mehr, den was Moment, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Wir haben noch den anderen, der ihn zum Kloster bringt. Er sollte lieber den Mund halten. Von mir das Kloster, glaube ich, in der Nähe der Taverne. Und Onas Hof liegt nochmal dahinter. Das ist ja interessant. Aber Leute, ich glaube, dann machen wir das lieber anders. Dann gucken wir uns zuerst das Kloster an, tatsächlich. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Das ist ja schrecklich. Wirklich? Der Typ steht da das oben, glaube ich, irgendwo. Wird der immer ein Bier ausschenken? Alles weiter. Gut, dann machen wir das erstmal so. Wie rum man das hier macht, hat jetzt nicht wirklich die großen Auswirkungen. So, mein guter Ulf. Bring mich zum Kloster. Vergiss es. Weißt du, wie viel Viechern ich auf dem Weg ausgewichen bin? Wenn ich an diese ganzen Blutfliegen, Wölfe und Goblins denke, dann bin ich froh, dass ich nicht mehr weg muss. Außerdem kannst du eh nicht ins Kloster. Warum nicht? Der Zugang ist nur den Magiern, Paladinen und Novizen erlaubt. Oh, okay. Nochmal Planänderung. Dann habe ich mich anscheinend geirrt. Ich war der Meinung, dass der einen dahin bringt. Es kann aber auch... Na. Gut, das war wieder das Zeichen, dass ein Video fertig geschnitten ist. Es kann gut sein, dass er einen nur dahin bringt, wenn man wirklich auch den Weg des Novizen einschlägt. Ich glaube, so war es. Ich habe was anderes. Und ich glaube, letztes Mal, als ich gespielt habe, habe ich vor wenigen Jahren, da habe ich das auch gemacht. Also deswegen hatte ich das, glaube ich, noch so präsent. Okay, lass uns gehen. Wohin? Ja gut, dann laufen wir zu Onas Hof halt. Zu Onas Hof? Dann wollen wir mal. Folge mir. Und das Tolle ist, wir kriegen ja die ganzen... Punkte dann auch, wenn wir Gegner auf dem Weg besiegen. Also wir können dann eben auch immer ganz gut vielleicht mal so einen Gegner anlocken, damit Lars mitkämpft. Weil, naja, der ist ja auch eher unsterblich, ne? Ah, gut, das wird jetzt eine kleine Reise werden. Wie gesagt, ne, ich habe dann früher das mit der Konsole aber Ino sah, was geschehen ein bisschen war. Abgekürzt, was die Wege angeht. Und auch er betrat das Land und er erwähnte den Wobei, ich hab was anderes wenn ich das erste Mal mit den Leuten losgelaufen bin und der die Gegend erkundet habe und so weiter, dann bin ich natürlich auch richtig rumgerannt. Ne? Und später habe ich es dann eben etwas schneller gemacht. Moment.
Der Wolf wurde respawned? Ach, weil Kapitel 2 angefangen hat, stimmt. Komm her, Misty! Na, komm. Gut, dann steht jetzt überall wieder ein Vieh mehr. Was, da ist so eine Pokémon-Fliege noch? Ach, hier unten waren einfach welche. Okay. So, Laris, ich hoffe, du kennst den Weg jetzt wieder hier nach oben. Aber ich glaube, das ist einfach nur eine kleine Steintreppe hier an der Seite. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Ja, mit so einem Kameraden arbeitet es sich echt gut zusammen. Okay. An der Stelle könnten wir eigentlich auch überlegen, ob wir wegen der Banditen da oben mal was machen. Das erwartet ja auf uns. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal versucht habe, ehrlich gesagt. Ja, wobei die... Die sind, glaube ich, relativ weit weg. Ach nee, komm, das machen wir jetzt nicht. Gut, und hier waren wir tatsächlich noch nie. Nein, nicht Laris. Oh. Blöder Autofokus. Nichts zu holen. Ja, da muss ich sagen, das ist dann schon ein bisschen einfacher beim dritten Teil. Da gibt es dann auch viel mehr Gegner. Da trifft man einfach den, wo man gerade hinschlägt. So. Ah. Und da sitzt auch gleich jemand. Hier ist anscheinend der Ort eines Überfalls. Banditenüberfall offensichtlich. Stängel Sumpfkraut, Pfeil. Ja, diese blöden einzelnen Goldmünzen hier. Übrigens gibt es dann im dritten Teil zwar diese Geldbeutel nicht mehr. Aber, okay, den haben die Mole Rats irgendwie schon gefressen hier. Zerkratzte silberne Schale. Das ist nochmal ein Questgegenstand, meine ich. Ja, es gibt die Geldbeutel nicht mehr im dritten Teil, aber... es gibt so Goldhaufen. Krautstampfer, aha. Hatte ich doch recht. Das ist das, was die Frauen da auch gemacht haben anscheinend. In der Stadt. Okay, Wolfszahn ist, glaube ich, keine dolle Waffe gewesen. Nö. Die hatten wir vorher, glaube ich, mal. Ja, da hätten die Banditen aber noch ein paar Sachen mehr mitnehmen können, ne? Ja, es gibt so verschieden große Goldhaufen halt im dritten Teil. Aber das werden wir dann später noch sehen. Okay, wir sind schon so stark geworden. Da ist nichts zu holen. Dass der kritische Treffer wirklich komplett ein Mole-Rat killt. Okay, links, rechts, links, 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 rechts, links, links, links. Oh, drei Dietriche, das ist gut. Ich glaube, in dieser kleinen Höhle gab es auch eine Schwierigkeit. Weil hier gab es, glaube ich, eine Truhe, die war für immer zu. Oh, Lederbeutel. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das genau. Nicht auf. Diese Truhe hier, meine ich. Oh, dann haben wir schon bald 2000 Gold. Da haben wir wirklich gut gesammelt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das einfach so ein Fehler ist, ob man die Truhe niemals
öffnen kann. Oder ob die nicht zu irgendeiner speziellen Quest gehörte irgendwie. Es gibt nämlich so manche Sachen, die sind nur bei einer Fraktion eben, ne? Ja, gut. Entschuldigt, Leute. Ich hatte gerade ein kleines Problem. Ich habe, glaube ich, zu häufig die Umstelltaste gedrückt gehabt. Deswegen ist das hier alles gecrushed. Und ich konnte auch nichts mehr mit dem Mauszeiger machen und so. Das war alles. Es war gerade alles nicht so schön. Aber hielt sich in Grenzen. Links, rechts, links, okay, links, rechts, links, links, okay, links, rechts, links, links, links. Na gut. In dem Sinne, gut, habe ich das jetzt einfach einmal zusammengeschnitten. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Mit mir kann man sowas nicht. Gut, einmal ein bisschen heilen, einmal den Geldbeutel nochmal aufmachen. So, hier war nichts, glaube ich. Gut. Genau, was wollte ich eigentlich sagen? Genau, wegen der Truhe, die man da entsprechend jetzt nicht öffnen konnte. Es gibt manchmal einfach Sachen, die zu Fraktionen gehören. Wie beim Kloster, da erinnere ich mich auch an irgendwelche Sachen. Da konnte man dann entsprechend irgendwo in der Spielwelt ein ganz bisschen was nicht... Also es war so ein bisschen anders, man konnte irgendwas nicht machen oder so. Weil das einfach dazu dann gehörte, ne? Ich glaube, das war aber vor allem beim Kloster so. Was ist los? Was los ist? Schau dir doch mal die Sauerei dort drüben unter der Brücke an. Sowas habe ich mein ganzes Leben noch nicht erlebt. Diese Saubande sollte man ausräuchern, sag ich dir. Bist du ein Bürger der Stadt? Schon lange nicht mehr, mein Junge. Ich habe nichts übrig für die korrupten Schweine im oberen Viertel von Korinis. Ich hatte dort früher einmal großen Einfluss, musst du wissen. Aber das ist schon einige Monde her. Ja, interessant. Jemand, der Einfluss im oberen Viertel hat, hilft uns jetzt eventuell aber nicht mehr so weiter. Was ist passiert? Ich war mit meinen Gehilfen unterwegs. Da kamen diese grässlichen Kerle wie aus dem Nichts auf meinen Wagen gesprungen und haben alle niedergemetzelt. Ich kann von Glück sagen, dass ich auch heute noch einen ordentlichen rechten Haken verteilen kann. Sonst hätten sie mich sicher auch noch erwischt. Der Kram da unter der Brücke gehört dir? Der Karren, die Waren, einfach alles. Ich habe da ein bisschen was von deinem Krempel eingesammelt. Behalt das Zeug. Nichts davon ist wirklich von Wert für mich. Das Einzige, was unersetzlich für mich ist, sind meine 3 Steintafeln, die sie mir gestohlen haben. Wäre interessant gewesen, wenn wir jetzt nichts eingesammelt hätten, ne? Ob wir dann das Gleiche gesagt hätten. Steintafeln? Der Wassermagier in der Stadt will sie mir abkaufen. Und ich habe ihm die Dinger versprochen. Ich will sie unbedingt wiederhaben. Sonst schadet das meinem guten Ruf. Ja. Was will ein Wassermagier damit? Er sagte, er wolle sie studieren und hat mich beauftragt, ihm mehr davon zu bringen. Ja, toll. Jetzt haben wir ihm schon... Jetzt haben wir Vatra schon welche gegeben. Hätte man sich eigentlich aufsparen müssen, um sie ihm hier erstmal zu geben. Wo hattest du die Steintafeln her? Ich habe sie bei alten Bauwerken wie Mausoleen oder auch ab und zu in Höhlen gefunden. Ich konnte schon eine Menge davon an den Wassermagier in der Stadt verkaufen. Hier unten sind sie jedoch eher selten. Im Nordosten von Korinis war meine Ausbeute am größten. Ja, ich glaube, da ist auch diese Ausgrabungsstätte, ne? Warum suchst du dir nicht einfach neue? Bei der Keilerei mit den Banditen habe ich mir meinen Knöchel verstaucht. Ich kann zwar noch laufen, aber sehr weit will ich mit dem schlimmen Fuß im Moment nicht gehen. Was waren das für Kerle? Die Banditen. Wer sonst? Sie haben die Brücke da oben in Beschlag genommen. Jeder, der die Brücke passieren will, wird von ihnen ausgeraubt. Ich wusste, dass sie dort oben auf der Lauer liegen, also bin ich unter der Brücke durch.
Aber mein Karren und meine Waren waren eine zu verlockende Beute für sie. Die Mistkerle sind einfach von der Brücke gesprungen. Direkt auf meinen Wagen. Ich hätte versuchen sollen, mich nachts vorbeizuschleichen. Ja, also die sollten da mal irgendwas machen, dass sie da irgendwie so einen gefakten Wagen irgendwie lang bringen und dann, wenn die Banditen dann kommen, dass dann die Miliz eben aus dem Busch kommt und die irgendwie alle platt macht. Na gut, aber die haben ja anscheinend alle andere Sorgen. Ah, die Waffenlieferung, genau, diesen blöden Waffenhändler, den müssen wir ja auch noch finden. Du hast den Banditen in die Flucht geschlagen? Ja, aber sie sind bestimmt noch oben auf der Brücke. Kannst du mir beibringen, auch so hart zuzuschlagen? Na sicher kann ich das. Ja, die sind wirklich noch oben auf der Brücke. Das haben wir einmal schon mal gesehen. Zeig mir, wie ich härter zuschlagen kann. Aber dafür bekomme ich auch was von dir. Hilf mir, meinen guten Ruf zu retten und bring mir meine Steintafeln zurück. Dann kann ich dir zeigen, wie du deine Stärke im Kampf besser einsetzt. Ah, ja. Der ist eigentlich ganz cool. Der gibt einem, glaube ich, permanente Stärke. Wegen der Steintafeln. Was ist denn mit dieser hier? Nein, solche Steintafeln sind magisch aufgeladen. Tafeln dieser Art will der Wassermagier leider nicht kaufen. Ach genau, er war das, der das sagt. Das mit den magischen Tafeln. Damals in der einen Folge dachte ich halt, dass Watras das sagt, aber nee, er sagt das hier, okay. Ich brauche Informationen über eine Waffenlieferung an die Banditen. Waffenlieferung? Ja, die gab es. Irgendein Schwein aus der Stadt hat ihnen so viele Waffen verkauft, dass sie kaum schleppen konnten. Einige davon haben die Kerle auf der Brücke, bei der sie mich überfallen haben. Die anderen müssen irgendwo auf dem Weidenplateau bei Bengars Hof weitergezogen sein. Vielleicht wollten sie damit über den Pass. Stimmt, bei Bengars Hof gab es auch noch irgendwelche Banditen. Da hat man, glaube ich, auch irgendwas rausgefunden, noch irgendwelche weiteren Dinge. Ja, man muss, glaube ich, wirklich welche von diesen ganzen Banditen platt machen. Mindestens ein, zwei oder so, damit man da irgendwas rausfindet. Und man legt sich eben sehr schnell mit der ganzen Horde an. Und die haben dann auch Langbögen oder sowas. Also da muss man wirklich schon tougher sein. Oder irgendwie, keine Ahnung, Feuer regen können oder so. Wobei, wir können ja Dämon und Golem beschwören. Ne? Vielleicht können wir da wirklich was reißen. Das müssten wir eigentlich wirklich mal probieren. Wo ist das Weidenplateau? Etwa in der Mitte der Insel Korinis liegt die Taverne von Orlan. Sie heißt Zur Toten Harpie. Von dort aus gibt es einen Weg Richtung Süden. Dort ist das Weidenplateau und der Eingang zum Pass ins Minental. Ah ja. Zeig mir deine Ware. Ich kann dir nichts verkaufen. Mein ganzer Kram liegt da hinten unter der Brücke, Bursche. Ich kann dir erst wieder was verkaufen, wenn ich zu Hause bin. Aber solange ich meine Steintafeln nicht wieder habe, gehe ich hier nicht weg. Oh Mann. Ich meine, irgendwo muss er ja auch schlafen eigentlich, ne? Und die Banditen sind von der Brücke gesprungen auf seinen Wagen. Oh ja, ganz schön sportlich, ne? Da kann man sich auch mal Fuß verstauchen. Na gut. Er wartet zum Glück. Und da ist auch schon die Taverne. Diese ganzen Nadelbäume, ne? Also das ist wirklich super gemacht hier. Und ich sag's nochmal, ich glaube wirklich, nach dem Feedback von irgendwelchen Leuten oder einfach, weil sie selber nochmal reflektiert haben, haben sie einfach gemerkt, dass sie hier die Welt nicht so leer lassen dürfen, von der Vegetation her, wie beim ersten Teil. Wo es einige Flächen halt entsprechend gab. Und dann haben sie einfach alles hier zugepflastert mit Vegetation. Und das ist auch schon echt nicht schlecht. Das ist, glaube ich, im dritten Teil wieder etwas weniger geworden. So, da hinten habe ich auch schon Ratten gesehen. Nee, ne? Da sitzt unser guter Freund, der Greg. Zu Totenharpie mit dem Schädel noch. Ja, ich glaube, also wir gehen schon noch in die Taverne, aber wir wollen erstmal uns den Weg weiter zeigen lassen. Da hinten sind auch schon Scavengers, aber
Sieh mal an, wer da reingeschneit kommt. Der Bauernjunge. Du kommst mir gerade recht. Okay, er spricht uns direkt an. Na gut. Wer bist du überhaupt? Das geht dich einen feuchten Dreck an. Wenn ich dir erzählen wollte, wer ich bin, dann hätte ich das schon getan. Klar? Was willst du denn von mir? Hast du immer noch Probleme mit den Stadtwachen? Ich geb dir gleich Probleme, du Wicht. Ich suche einen Kerl. In der Stadt war er nicht zu finden und die Geigen hier haben auch keine Ahnung. Er ist schlank, dunkelhaarig und trägt meist eine rote Rüstung. Soviel ich weiß, war er damals ein Sträfling in der Kolonie. Ich glaube, sein Name beginnt mit einem D. Ja, stimmt. Das könnten Dexter oder Diego tatsächlich sein. Das will doch keiner wissen. Du redest von Diego. Kann sein, dass das sein Name ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde es wohl erst wissen, wenn ich vor ihm stehe. Sonst noch was? Ja, du Großmaul. Ich hab noch was. Ich brauche Waffen. Ich brauche Proviant. Gold wäre auch nicht schlecht. Haben wir alles. Hier hast du 10 Goldmünzen. Moment, jetzt müssen wir mal gucken. Gold, wir alle wollen Gold. Hast du in der Stadt keinen Waffenhändler gefunden? Das ist nicht dein Ernst, oder? Die haben doch nur Schrott. Waffen? Die Söldner haben Waffen. Interessant. Ich hörte davon, dass Ona, der fette Bauer, die Jungs angeheuert hat. Gar nicht so übel für so eine Landratte. Keine schlechte Idee. Ich sollte sie vielleicht wirklich mal aufsuchen. Proviant? Du bist ja in einer Taverne. Der dämliche Wirt rückt da nichts raus, wenn du ihn nicht dafür bezahlst. Hier hast du 10 Goldmünzen. Du armer Schlucker, kannst deine Kröten behalten. Ich hab da eine bessere Idee. Nicht weit von hier gibt es eine Höhle. Ich bin früher schon mal hier gewesen und habe an einigen Stellen meinen Kram vergraben. Die Höhle ist mir allein ein wenig zu gefährlich. Ich will, dass du mir dabei hilfst. Ja, dann würde ich mal sagen, das machen wir noch, aber nicht jetzt sofort. Kloster, Korinnes und so weiter. Ja gut, wir fangen natürlich jetzt hier mal einen Kampf an. So. Kommt schon. Laris, du könntest natürlich auch helfen. Musste aber auch nicht. Oh, was ist das denn hier? Okay, hier haben es auch welche nicht überlebt irgendwie. Oh, Goblinbeeren. Okay, das ist eine permanente Pflanze. Sehr schön. Genügend Heilungsmaterial haben wir ja zum Glück. Auch wenn wir jetzt nicht irgendwie mega viele Heilzauber oder sowas haben. Ah. Da hinten ist, glaube ich, das Jägerlager von dem Bartok, glaube ich, oder so erzählt hatte. Okay, Großbauer. Und da... So, wir sind da. So. Den Rest des Weges wirst du alleine zurücklegen. Ich muss zurück in die Stadt, hab noch ein paar Sachen zu erledigen. Folge einfach dem Weg hier und denk daran, setz dich durch und lass dir nichts gefallen. Dann läuft schon alles glatt. Ja. Also hier ist der große See dann entsprechend. Warte mal. Okay, lass uns gehen. Wohin? Das war doch ein Menschstück. Oh Mann. Welcher Weg ist das denn? Okay. Ich glaube, das mit dem Ornamentstück, das wäre gar nicht schlecht, wenn wir das auch nochmal machen. Jetzt genau an der Stelle, weil sonst müssten wir tatsächlich aus der Stadt heraus nochmal wieder komplett den ganzen Weg laufen. Warte mal. Okay, lass uns gehen. Wohin? Und ich weiß auch immer nicht, ob in diesen Spielen dieses
zeigen, dieses irgendwo hinrennen, ob das immer EP halt bringt. Ich glaube, im dritten Teil bringt es halt auch mehr EP. Lass uns Vatras Ornament zurückbringen. Dann wollen wir mal. Folge mir. Oder es bringt halt überhaupt EP. Ah, man sieht schon, also wenn man hier rauskommt, dann ist auch wieder viel zu tun, viel einzusammeln, Gegner zu besiegen und so weiter. Moment mal. Moment mal, was macht er denn jetzt? Okay, ich verstehe jetzt nicht, was er macht. Ich dachte, wir sollen das Ornamentstück zu Saturas bringen. Oder, nee, Vatras, das kann doch nicht sein. Der hat uns das doch gegeben, dachte ich. Jetzt, wo wir außerhalb der Stadt sind und uns keiner zuhört, kann ich dir ja mal ein paar Takte erzählen. Oha. Dieses Ornament, das du mir gebracht hast, werden wir nun zurück zu Saturas bringen. Du kannst dich doch sicherlich an Saturas erinnern. Ja, klar. Der Oberste der Wassermagier im neuen Lager. Der uns ja auch viele Kreise der Magie damals gelehrt hat. Ich find's nur gerade speziell, also ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt befürchtet, dass er mit uns einfach wieder in die Stadt an seinen Platz zurückläuft, um von da aus wieder neu loszulaufen. Das wäre jetzt wirklich blöd gewesen. Dann hätte ich auch da den Cut einfach gemacht. Gut. Aber wenn es so ist, er wollte einfach nur an diesen Punkt, um was zu erzählen. Das Spiel ist einfach davon ausgegangen, dass man jetzt aus der Stadt eben entsprechend rausläuft, ne, mit ihm und er hier dann was erzählen kann. Na gut. Dann ist es eben so. Sicher. Er war der oberste Wassermagier im neuen Lager. Wir Jungs aus dem ehemaligen neuen Lager unterhalten mit den Wassermagiern immer noch gute Beziehungen. Selbst Lee würde die Wassermagier auch heute gegen jegliche Gefahr schützen, wenn es in seiner Macht steht. Damit wir immer Kontakt halten mit den Wassermagiern, bin ich die meiste Zeit in der Stadt und arbeite mit Vatras zusammen. Und das hier ist die Rüstung, die jeder von uns von den Wassermagiern bekommt. Ah. Der Ring des Wassers trägt solche Rüstungen schon seit der Zeit vor den Orkkriegen. Was hat Kavalon damit zu tun? Soviel ich noch weiß, war er kein Anhänger des neuen Lagers. Du hast recht. Unsere Gemeinschaft ist gewachsen. Selbst ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind. Aber lass uns jetzt weitergehen. Ich will erstmal weiter von der Stadt weg. Wir können uns später noch darüber unterhalten. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Na gut. So ein großer Umweg war das jetzt zum Glück nicht. Naja, gut. Die Rüstung sieht relativ unauffällig aus, aber hat schon so einen zurückhaltenden Stil, würde ich sagen. Ja, stimmt. Kavalon, der war ja eigentlich ein Schatten, glaube ich. Kein Gardist. Der hatte ja draußen seine Jagdhütte in der Nähe des alten Lagers. Und da hat er dann halt einfach mit einem Jagdzeug gemacht und einem was verkauft und einem was beigebracht und so weiter. Und da hatte er seine rote Schattenrüstung entsprechend auch an. Na. Was ist los? Geht's noch? Der Kerl da drüben hat Probleme mit Banditen. Das ist ja toll. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Das wusste ich gar nicht mehr, dass er darauf reagiert. Aber dieser Erol, oder wie der hieß, der freut sich ja auch. Und wundert sich, dass da auf einmal jemand eine andere Rüstung anhat. Laris, du könntest auch mal was machen. Ah.
dieser Kampffokus nützt immerhin, dass wenn das Ding um einen rum schlawenzelt, dass man da sich automatisch dann mitdrehen kann halt, ne? So, da hinten ist noch ein Innos-Schrein, aber da geht es, glaube ich, auch Richtung Kloster. Da können wir dann auch später nochmal irgendwann beten und spenden und alles. Ja, diese kleinen Sachen, Weidenbeere und so, das futter ich immer gerne eher zum Anfang des Spiels weg. Dann bleiben halt die wichtigeren Sachen für später halt auch übrig. Ja, da sitzt auch noch ein Jäger. Na gut, dann kommen wir hier schon mittlerweile ordentlich rum. Ich glaube, da meckert er. Na, doch nicht. Dann nehmen wir halt ein bisschen Munition mit. Ja, die Zelte sind natürlich jetzt auch einfach nur so ein Block, ne? Da kann man gar nicht rein. Das sieht einfach nur so eine Wand. Oh ja. Das gibt schön Gold von Bospa. Nagelkeule sogar noch. Die benutzen doch Goblins gerne mal. Ja, 40 Schaden ist gar nicht so schlecht. Wir machen auch nur 50. Okay, links, rechts. Links, rechts, links, rechts. Klassisch. Links, rechts ist auch so diese 1, 2, 3, 4 Kombination bei irgendwelchen Zwörtern. Okay, rechts, links. Okay, rechts, links, links, rechts. Links, ah. Rechts, links, links, rechts. Links, links, rechts. Wie viele Dietriche haben wir denn überhaupt noch? 22, ja. Reicht noch eine Weile, aber man sollte mal irgendwann wieder nachkaufen. Laris, bist du noch da? Ein Weidenbogen. Mal gucken. Ja gut, macht wesentlich weniger Schaden. Laris? Ach du Scheiße. Dragomir? Verdammt. Ah, verdammt, verdammt. Ich hoffe, er steht hier irgendwo. Ich hoffe, er ist einfach nur ein Stück weiter gerannt. Feldräuber. Verdammt. Okay. Wir reden erstmal mit ihm. So weit von zu Hause noch unterwegs? Hier draußen musst du vorsichtig sein. Besonders, wenn du alleine unterwegs bist. Was machst du denn hier draußen? Naja, die Taverne ist mir zu teuer. Deshalb habe ich mich hier niedergelassen. Die vorherigen Bewohner brauchen es anscheinend nicht mehr. Wer waren die Bewohner dieses Lagers? Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwelche Jäger. Vermutlich ist es ihnen hier draußen zu gefährlich geworden. Ist es hier draußen nicht so gefährlich? Naja, nicht, wenn man sich verteidigen kann. Meine Armbrust hat mir schon so manchen guten Dienst erwiesen. Besonders groß ist sie ja nicht. Aber tödlich, wenn man weiß, wie man mit ihr umgehen muss. Ich hatte schon mal eine größere. Die ist mir leider abhanden gekommen. Ich hatte mich zu weit nach Norden in die Berge vorgewagt. Es gibt dort einen großen Steinkreis mit einem Opferaltar. Als ich dort oben Scavenger jagte, kamen diese ekelhaften, untoten Wesen aus dem Wald und griffen mich an. Alles, was ich noch tun konnte, war, um mein Leben zu retten. Dabei ist mir meine Armbrust aus der Hand geglitten. Ich wette, sie liegt noch heute da oben bei dem seltsamen Steinkreis im Norden. Ja, da haben wir gleich die neue Quest. Kannst du mir was beibringen? Bevor ich dir was beibringe, musst du erst mal geschickter werden. Das ist eine Ansage. Ja, ich habe auch früher das mit der Armbrust immer nicht so gecheckt, wo man die überhaupt finden soll.
Gut, er hat natürlich ungefähr gesagt, wo sie ist. Oh, das wusste ich gar nicht. Dass während man die Karte aufmacht, dass sie die Gegner trotzdem weiter angreifen. Freue ich mich wirklich, wenn wir irgendwann mal mehr kritische Trefferchance haben. Dann kann man diese Viecher sehr schnell erledigen. Ja, und diese Armbrust, die... also, das ist wirklich gefährlich. Das ist wirklich auch so ein Teil des Spiels, beziehungsweise so ein Waldteil. Boah, da denke ich wirklich auch immer mit leichtem Schaudern dran. Weil da wirklich auch mal so ein Skelett oder so einfach irgendwo herkommt. Und die machen einem eben am Anfang dann auch noch ordentlich Schaden. Die können einen ziemlich schnell killen. Okay, wir gucken noch mal kurz, ob wir Laris finden. Oh, da ist noch ein Hinausschreien. Zu holen. Da ist nichts zu holen. Ah, da hinten ist ein... Ach, da sind Goblins noch. Ah, verdammt, ey. Laris. Keine Ahnung, was mit dem ist. Ja, wir machen natürlich Full House hier, ne? Ja, Geschicklichkeit plus 1, aber das reicht wahrscheinlich nicht, damit der Dragomir da hinten uns was beibringt. Na, sind ein paar Goblins, aber auch ein schwarzer Goblin dabei. Okay, ich würde mal sagen... Wir machen an der Stelle hier mal den Cut. Und vielleicht ist Laris ja wieder auf einmal an der Stelle da hinten wieder da. Ich renne einfach nochmal wieder dann dahin. Vielleicht ist er ja auf einmal doch wieder da, wenn wir dann, also wenn ich dann neu lade. Für die nächste Folge. Wie spät ist es überhaupt hier? Ah, 16.50 Uhr schon. Verdammt. Ich renne hier nicht immer so gerne in der Dunkelheit rum. Also einerseits, weil man sich da wirklich nicht so sicher fühlt und Sachen auch nicht so schnell sieht und so weiter. Aber auch, weil ich... Also ja, das Spiel ist sowieso schon relativ dunkel gehalten. Wenn man dann entsprechend, ja, eine Aufnahme macht und das hochlädt. Und ja, wenn es dann wirklich dunkler wird, dann ist es immer so eine Sache. Aber gut. Okay, dann machen wir an der Stelle hier erstmal den Cut und hoffen mal, dass wir das mit Laris irgendwie noch hinkriegen, dass wir ihn vielleicht nochmal finden oder im schlimmsten Fall dann irgendwann wieder in der Stadt am Ende. Okay, dann erstmal bis hierher und bis dann.